Februar 2021. Es ist wieder soweit. Ein Monat ist vorbei. Wir starten in ein neues Monat und wir haben hier wunderbare Energie. Genau jetzt, an diesem Tag, wo ich die Aufnahme mache, haben wir den kraftvollen Vollmond im Löwen mit Chiron dazu, den Heiler und auch Lilith-Energie. Es ist so viel im Feld, was uns zur Verfügung gestellt wird und das möchte genutzt werden. Empfangen, integriert, neu ausgerichtet, kalibriert, entbunden und angewiesen, wie es auch so eine Göttin macht. Ja, Energieübertragungen wieder für Februar 2021. Ich möchte dich gerne begleiten hier zu Vollmond, Neumond, zu den Portaltagen mit Lichtcodes, Energiewellen und vielem mehr über die Ferne. Jeden Monat gebe ich ja ein Energieübertragungspaket hinaus und es ist, wird immer beliebter, immer mehr Menschen nehmen daran teil und all die, sage ich, ein großes Dankeschön für euer Vertrauen. Und es darf auch wieder weitergehen. Wir haben 6 Portaltage, den Vollmond und den Neumond. Das sind 8 Energieübertragungstage. Und das Tolle ist, sind 2 in der Woche. Ich habe es schon in meinen Kalender eingetragen und habe gesehen, sind pro Woche 2. Das heißt, wir haben hier einen sehr guten, gleichen Rhythmus. Ja. Was geschieht bei Fernenergieübertragung? Du brauchst keine Zeit haben, denn Energie kennt kein Zeit und Raum. Ich mache sie immer 7.30 Uhr in der Früh an diesem Tag, die angegeben sind. Angegeben sind sie bei meinem Newsletter unten schriftlich. Wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist, der ist kostenfrei, melde dich an auf www.sissigöttling.com. Auf jeder Seite, bei der Website unten kannst du dich zum kostenfreien Newsletter anmelden und du erhältst auch noch viele andere Geschenke wie Meditationen, Energieübertragungen, Botschaften, Geschichten, Angebote und vieles mehr. Ja, wie geschieht jetzt so eine Fernenergieübertragung? Es sind ja wieder sehr viele neue dazugekommen. Ich erkläre es kurz. Was tue ich hier? Ich fasse mal die ganze Gruppe in einem Energiefeld zusammen. Da wirke ich dann als Kanal. Das heißt, ich arbeite nicht mit meiner persönlichen Energie, sondern ich empfange und gebe weiter. Und das ist ja auch die neue Zeit, zu empfangen und weiterzugeben. Ich empfange genau das, was an dem Tag für alle zum Besten ist. Es wird für dich gewirkt, es wird die Energie wie Lichtcodes und hochschwingende Energien, Frequenzen, Heilcodes und so weiter in dich eingebettet und ausgeschüttet wird das Ganze dann, wenn es für dich zum Besten ist. Tröpfchenweise sage ich immer, ja, und zu dem Zeitpunkt, der für dich am besten ist. Wenn ich sitze und das tue, hat ja nicht jeder Zeit, ist in der Ruhe, ist vielleicht beschäftigt, da ist ja jeder unterschiedlich. Bei den meisten wird es dann erst in der Nacht wirken. Wenn der Mensch zur Ruhe kommt und im Schlaf ist, da wird dann am meisten gewirkt. Ich reinige zuerst dein gesamtes Energiefeld. Mit gesamtem Energiefeld meine ich Körper, Geist und Seele. In allen Dimensionen deiner Existenz, in allen Zeitlinien, in allen Paralleluniversen, in allen Inkarnationen, in all deinen Zellen und deinem Zellgedächtnis, samt allen Ursachen, samt allen Wirkungen. Denn wir setzen Ursachen ständig, sogar jetzt setzt du eine Ursache, indem du denkst oder wenn du dich gerade ärgerst, setzt du jetzt die Ursache für eine ärgerliche Zukunft. Wenn du dich jetzt freust, setzt du gerade eine Zukunft in Freude. Das geschieht ständig.
Die meisten sind sich dessen nicht bewusst und setzen Ursache aus dem Unterbewusstsein seit vielen Jahren schon. Dadurch entstehen die sogenannten Probleme. Ich sage immer Thema dazu. Kümmere dich nicht ums Problem, stelle es fest, aha, da ist ein Problem, sondern kümmere dich um die Ursache. Die Ursache kann erst gesetzt worden sein vor vielen Jahren oder vielen Inkarnationen. Ja, und auch das beziehe ich in die Energieübertragung mit hinein. Dann heißt auch gesamtes System Reinigung, auch Chakren, Aura, die unsichtbaren Körper, Mentalkörper, Emotionalkörper, spiritueller Körper, dein gesamtes Nervensystem, dein Lymphsystem, dein Blutsystem. Aus all dem, was du bestehst, aus all dem Licht und Energie und in allen Dimensionen. Ich mache das auch so, wenn ich das tue, setze ich sogar dran für alle folgenden Generationen. Das, was ich hier tue, könntest du zum Beispiel auch lernen, wenn du den Kurs Erwecke die Göttin in dir machst. Da begleite ich intensiv 10 Wochen. Der startet auch bald. Das sage ich jetzt gleich, hol dir jetzt noch das 15 Minuten Gratisgespräch, schreib mich auf info@sissigöttling.com an in den nächsten 2 Tagen. Und ich helfe dir bei der Entscheidung und ich nehme auch wahr, ist der Kurs etwas für dich oder nicht. Denke da auch nicht weiter nach, sondern gibt es hier ein klares Ja oder Nein und dann meldest du dich. Setz nicht den Verstand ein, der hat da nichts verloren. Und wir schauen auch für eine ideale Lösung für dich ganz persönlich. Ja, wenn alles durchgereinigt ist, dann gehen wir in Downloaden von Codes. Da gibt es Emotionscodes, Mitgefühlcodes, Codes der Freude, ja, Liebescodes, ja, Freiheitscodes, also alles, das ist wie bei einem Computer. Das heißt, wir laden uns ein neues Programm hoch. Wir updaten uns. Ja? Vielleicht versteht man es so besser. Du musst es ja nicht verstehen. Dafür bin ja ich hier, die das tut. Und ich arbeite mit Matrix, mit Energiewellen, mit den Urenergien. Urenergie zum Beispiel der Freude ist die ganz normale menschliche Freude, so bezeichne ich das, ist, man freut sich mal für kurze Zeit über ein Geschenk oder über ja, irgendwelche äußeren Dinge oder einen Menschen, der ins Leben kommt, aber das ist keine Urenergie der Freude. Die Urenergie ist die, die einfach in dir entsteht, die da ist, die freigelegt worden ist, die wieder so schwingt in der Urenergie. Die ist einfach da, ohne dass im Außen irgendetwas gewesen ist. Ja, ob, da ist niemand ins Leben gekommen, da wurde dir nichts geschenkt, gar nichts. Sie ist einfach. Sie ist, so wie die Liebe ist einfach. Sie muss nicht erst gefunden werden, erzeugt werden, geübt werden, affirmiert werden oder Steine aufgelegt, Auraspritz und sonstiges. Nein, diese Urenergien, die sind einfach da, ohne Auslöser im Außen oder herbeigezaubert in sich, sage ich. Das sind für mich Urenergien und mit diesen Urenergien arbeitet man bzw. wirkt man. Auch das gibt es auf dem Kurs. Ja, dann setze ich für jeden eine Lichtdusche, nennt sich das. Die läuft circa 7 Stunden für jeden Einzelnen. Ich habe auch mit Segen- und Gnadenenergie. Ich spreche auch teilweise in Lichtsprache und Heilgebete dabei. Also bei mir geschieht immer ganz viel. Wer mich kennt, weiß, bei mir alles, was ich bekomme, wird getan. Egal, ob jetzt bei Fernenergieübertragung, ob ich dich begleite, ob ich dich ausbilde, ob du auf dem Kurs bist, alles, was ich bekomme, gebe ich dir weiter. All meine Erfahrungen, meine Weisheiten und auch, wie man sich selbst helfen kann.
diese Fernenergieübertragungen kann ich dir nur empfehlen, vor allem jetzt im Februar. Die Energie baut sich jetzt auf, die Spitze wird erreicht am 17. Februar. Im Außen wird sich da einiges auch tun. So wie ich das wahrnehme, wird es weiter so ein Hin und ein Her geben. Ja? Mal wird was vereinbart, dann wird es wieder anders gemacht, mal hin, mal her. Das ist aber auch in uns Menschen jetzt. Du hast vielleicht einen unruhigen Schlaf. Mal ist der Schlaf gut, mal ist er wechselhaft. Ja, du wachst alle 2 Stunden auf oder immer circa zwischen 3 und 5 Uhr früh. Du bist trotz Schlafen trotzdem müde oder wenig Schlaf, bist du fit. Du hast vielleicht extremes Hungergefühl über Tage und dann kommen Tage, wo du nichts essen kannst oder möchtest. Auch das Essen, der Schlaf, alles ist ein Hin und ein Her. Und das erfolgt im Menschen wie im Außen. So wie ich gesagt habe, das Außen ist ein großer Spiegel für jeden von uns, was im Inneren der Menschen los ist und auch in den 4 Wänden. Es gehört nun mal aufgeräumt, so wie ich das immer sage. Stell die göttliche Ordnung in dir her, die Urenergien, damit du stabil wirst, all deine Gaben öffnen, lebe deine Berufung und komm in ein selbstbestimmtes, freies, unabhängiges und selbstständiges Leben. Damit es egal ist, was im Außen ist, damit es egal ist, wie, was mit Menschen ist, was da alles noch los sein wird die nächsten 2, 3 Jahre, ja, sodass es dir gut geht, dass du bei dir bist, dass du weißt, wer du bist, wozu du hier bist, was das alles da soll, was das alles bedeutet, was ist ein Lichtkörperprozess, ein Transformationsprozess, was ist eigentlich dein persönlich individueller Transformationsprozess. Und wenn man um diese Dinge weiß und sein Bewusstsein erweitert, dann schwingt man höher. Und du kannst dann nur mehr Hochschwingendes anziehen. Schöne Situationen, hochschwingende, nette Menschen. Du hast wieder Spaß, Freude an dir, am Leben. Du gestaltest dir dein Leben aus einem Fundament der Kraft, der Stabilität, der Liebe und nicht aus dem Fundament der Angst, der Enge, der Schwere. Das zeigt dir auch dein Körper. Stehst du aufrecht? Geht es deinem Rücken und Wirbelsäule gut, deinen Schultern und Nacken? Oder bist du eher gebeugt oder auch in der Knien, sagt man, ja? In der Opferhaltung, im Mangelbewusstsein, dann kannst du auch nur das anziehen. So wie es in dir aussieht, so wird dir der Spiegel im Außen vorgesetzt. Und der Spiegel, der lässt sich nicht ändern. Wenn du da hineinblickst, siehst du die Wahrheit. Und stell dich hin, schau dich mal selber in den Spiegel. Wen oder was nimmst du wahr? Wer bist du? Wie geht's dir? Und möchtest du das, was du jetzt im Spiegel siehst, so weiterleben? Und da gibt es nur, ohne jetzt den Verstand einzusetzen, ja oder nein. Da empfehle ich dir, komm unbedingt ins Tun und vor allem jetzt im Februar. Die Heilenergien oder die Energie für Heilung ist immens hoch. Es darf wirklich jetzt ganz schnell gehen. Es wird viel plötzlich geschehen. Du wirst in dir auch vielleicht Leere verspüren oder Chaos, ein Hin und ein Her in allen Bereichen. Jetzt für mich, ich nehme das so wahr, wie wenn alles so am Wackeln ist. Ja, es wackelt. Ja, es ist mal in diese Richtung, mal in diese. Für was entscheidet sich der einzelne Mensch jetzt? Für die oder die Richtung? Für Angst oder Liebe, für Verwirrung, Manipulation, Lug, Betrug, Scheinwelt, Leistungsgesellschaft, Ego, Verstandesverhalten oder für die weibliche Seite, die empfangende, entspannte, sich führen lassende, hingebungsvolle, ruhige, stabile, kraftvolle, vitale, bewusste Seite.
für Freiheit und Unabhängigkeit in sich und mit allem, was ist. Und ich empfehle dir auch, schau, dass du das lernst, dass du geistig alles tun kannst und nichts im Außen brauchst. Du kannst mit dem Geist ganz viel tun. Auch das unterrichte ich auf dem Kurs Erwecke die Göttin in dir. 10 Wochen, da erhältst du alles, was du brauchst. Und ich bin an deiner Seite. Ja, und natürlich ein Teil erfolgt hier bei den Fernenergieübertragungen. Es nimmt dir jetzt nicht, natürlich richtet es dir dein ganzes Leben, aber wichtig ist, da wir den freien Willen haben, sind auch diese Energien, die uns zur Verfügung gestellt werden jetzt. Und es kommt jetzt zum Beispiel von den Arcturianern, kommt sehr viel Energie jetzt herein zur Unterstützung für den Februar, für jeden Einzelnen, wer dazu Ja sagt. Und ich habe das so gesehen, ich habe es ja für mich schon bekommen, so, das waren so wie lauter, wie sage ich jetzt, so lauter kleine Lichtkugeln oder Lichtblitze, die sind bei mir so im Körper hinein und in die Aura, wie wenn das eingesetzt wird. Ja, es ist so, wie du dieses Bild siehst da, diese Punkte, darum habe ich dieses Bild gewählt. Ich habe das echt gesehen und so bekommen. Ganz langsam ist das in mein System eingesickert und das wird integriert. Das sind so, ja, Codes, Lichtcodes, aber man kann es nicht beschreiben. Ja, und das ist auch nicht mit dem Verstand zu verstehen, aber es wird ganz viel geschehen in den nächsten Wochen. Und das wird wirklich im ganzen Körper, in der Aura, in allen unsichtbaren Körpern, ja, ich kann es nur so benennen, wie eingesetzt. Und dadurch verändert sich noch schneller deine Schwingung. Ja? Diese hohe Schwingung, die ist so wichtig. Wer seine Schwingung erhöht, dem kann nichts passieren, der ist nicht angreifbar oder ansteckbar, ja, und kann ganz bei sich in der Ruhe bleiben. Und hier kann man auch, kann ich dir auch am Kurs vermitteln, solltest du dabei sein, ja, wie mache ich denn das? Ja, wie öffne ich mich und wie empfange ich das, was uns hier gegeben wird? Ja, also da wird auch einiges sein an diesen 8 Tagen. Du kannst natürlich dich in der Früh immer auch gerne hinsetzen, wenn du zu Hause bist und Zeit hast, in Ruhe. Ich empfehle in der Ruhe, gerne kannst du Musik aufdrehen, aber in der nächsten Zeit, ich habe auch ein paar Meditationen jetzt aufgenommen, absichtlich ohne Musik. Der, der unbedingt Musik möchte, kann sie sich ja aufdrehen, aber ich nehme oft die Dinge viel besser in der Ruhe wahr, wenn es ganz ruhig ist. Und manche von euch tragen doch auch diese Gabe, die ich habe, weil wir ziehen uns ja nicht umsonst an und haben uns kennengelernt, der Hellhörigkeit. Und wenn es da ganz ruhig ist und du einfach mit meinen Worten nur mitgehst, Energie empfängst, kann es in den nächsten Wochen auch geschehen, dass du Töne hörst. Ja, vielleicht deinen eigenen Seelenton oder Schwingung. Ja? Und das ist gut, wenn es da ruhig ist. Das ist auch nur eine Empfehlung von mir. Es kann für einige von euch wirklich in den nächsten Wochen Dinge geschehen, die nicht von dieser Welt sind, drücken wir so aus. Ich habe es schon erlebt. Und ja, wer sich da befreit und wer jetzt auch was tut, der wird noch seine Wunder erleben. Wirklich großartige Energie, nutzen wir sie. Ja, wenn du das empfangen möchtest, dann buche jetzt das Energieübertragungspaket. Sei dabei, mach das auch regelmäßig, so wie ich auch jedem sage. Ich empfehle in den nächsten Wochen und Monaten, der ganze Ding läuft ja noch 2-3 Jahre, was wir da haben. Ja, es ist ja noch nicht vorbei. Ich empfehle, buche dir ja gleich etwas, wo ich dich wirklich
intensiv eine Zeit begleite. Nicht mal einen Termin und dann in ein paar Monaten wieder eine Stunde und so. In dieser Zeit sind wir jetzt momentan nicht. Ich spüre das, ich weiß das, ich kann es auch für jeden Einzelnen spüren. Ja? Ich nehme dir keine Entscheidung ab, aber ich führe dich zur Entscheidung und ich höre mir immer, wer mich kennt, weiß das. Was fühlst du, wo hättest du jetzt ein klares Ja? Manchmal komme ich auch gerne mit mehreren Angeboten, das ist dann manchmal verwirrend, das macht aber gar nichts, das ist auch absichtlich, um zu schauen, wie war das klare Ja zu dem Kurs oder. Ja? Lässt sich der Mensch da noch manipulieren oder wegbringen von dem Wunsch, mit dem er eigentlich zu mir gekommen ist? Denn wer schon stabil ist, den bringt keiner ab von irgendetwas. Ja? Ich zum Beispiel höre was oder sehe und sage, das will ich. Und egal, was du mir dann erklärst oder tust, ich will das, ja, wo ich ein klares Ja gefühlt habe, das will ich. Mit allen Konsequenzen, mir ist das dann egal. Wenn ich etwas will, dann setze ich das Ding um. Ja. Da gibt es auch nichts, was mein Verstand mir da vorgaukeln könnte. Das schaffst du nicht oder das kannst du nicht leisten. Oder das gibt es für mich ja schon ewig nicht mehr. Ja. Ich tue das einfach, ich ziehe das durch. Sobald ich ein klares Ja habe, wird sofort der erste Schritt gesetzt und ich komme ins tun. Abwarten, das ist nicht mehr gut in diesen Zeiten. Warten. Ich habe Dinge in den letzten Tagen gehört und gesehen, wo wirklich Menschen gekippt sind. Und die haben zu lange gewartet. Wie in der Bushaltestelle, nur der Bus ist nicht gekommen. Ja? Der hat sie nicht abgeholt und gerettet, sondern ja, und es ist wichtig, dass ich das wirklich alles sage. Ja? Es haben nicht alle Menschen jetzt nur Licht und Liebe im Leben. Die das schon haben, das ist ja wunderbar. Aber ich bin ja auch für die da, wo es noch nicht so ist. Und darum sage ich das. Bitte erhebe dich und beginne. Der erste Schritt ist gar nicht schwer. Der ist zum Beispiel, sich bei mir einfach nur zu melden. Den Rest mache ich mit dir. Und dann gehe ich mit dir die Schritte mit. Und bei mir lernt man auch einiges. Ja? Also so ist es nicht. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Energieübertragung Februar, 8 Tage. Und du kannst all das empfangen, was es Großartiges da vom Kosmos-Universum gibt. Ich gehe auch immer in höhere Dimensionen bei Energieübertragungen. Ja. Also da bin ich mal in der 8., in der 9., wo auch immer. Ja, das bekomme ich an dem Tag, wo es ist. Und auch das kann ich dir gerne zeigen, wie das alles geht. Ja. Schau auf dich, bleib in der Ruhe, stabil in deinem wunderbaren Leben. Das Leben ist für dich. Du bist gewünscht, genauso wie du bist. Du wirst unermesslich geliebt und jede einzelne Zelle von dir möchte erleuchtet werden. Dein ganzes Sein, dein ganzes System und dass du wieder aus deiner Vollkommenheit lebst, denn du bist bereits vollkommen und dahin geht's zurück. Zu dir selbst, nach Hause, in dich. Das ist das Ziel, warum wir hier sind. Zu dir, in dein Zuhause, in deine Vollkommenheit, in deine Urenergie, in dein Urlicht, deine Seelenaufgabe lebend und dann ist alles gut. Und dein Leben ist hochschwingend und wunderbar. Und du ziehst all das an, all die Fülle, die sich jeder von uns verdient hat. Und das Universum kennt kein, es ist zu viel und das ist wenig. Für das Universum oder die geistige Welt
gibt es diese Bewertungen nicht, die wir haben. Für die ist ein Euro nicht mehr oder weniger wie eine Million. Das ist alles Energie. Und es ist das nicht mehr Energie oder weniger Energie. Es ist alles Energie. Und du kannst das auch. Für dich steht das alles zur Verfügung. Darum mache dich frei. Wirf ab all die Lasten, wie bei einem Ballon die Sandsäcke abgeworfen werden und dann kann er höher steigen, aufsteigen in die Leichtigkeit, dem Himmel zu, mit dem Überblick über das ganze Universum. Und das kannst auch du. Alles ist neutral und alles ist Energie. Ob etwas schlecht oder gut ist, richtig oder falsch, viel oder wenig, das bewertest nur du. Und wer bewertet das? Dein Verstand. Wir sind so erzogen und geprägt, dass etwas wir nicht können oder können, dass wir etwas haben oder nicht haben, dass etwas zu viel oder zu wenig ist, das gibt es nicht. Das ist geprägt, das ist Verstand, das ist menschlich gemacht. Aber vom Universum her ist alles Energie. Und du auch. Und wenn du deine Energie und dein Licht lebst, dann, so wie du hier liest, happy, love. Und ich bin gerne für dich da. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.